dennoch mit Offensive versuchen und brachte den blendenden Techniker Kocian erstmals in dieser Saison von Beginn an. Ja, und der Kroate spielt ausgerechnet anstelle des Serben Dubajic, der verletzt ist. St. Pölten von Beginn an überlegen. Ramusch, Hannes Weber, gleich zu Beginn eine große Chance. Schwarzenmüller heilt. 3000 Zuschauer vertrauen auf die Heimstärke ihrer Mannschaft. Schuss von Heiden und wieder Schwarzenmüller. St. Pölten ohne den verletzten Frühwirt, ansonsten mit der gleichen Mannschaft, die vor einer Woche noch gegen den Meister Austria 3:2 gewonnen hat. Schwarzenmüller hier mit Problemen, es bleibt aber beim 0:0. Vorwärts Steyr wartet auf die Konterchance und sie kommt. Novak, Madlena, sein Schuss nur ganz knapp am Tor vorbei. Passiert in der 17. Minute. Und plötzlich ist es mit der Überlegenheit der St. Pöltner vorbei. Krinner. Noch immer Krinner. Tankt sich durch und der Ball hoppelt förmlich am Tor vorbei. Vorwärts mit einer kompakten Verteidigung. Hier allerdings ein schwerer Fehler von Krinner. Ramusch und Schiedsrichter Benedek entscheidet auf Abseits. Unmutsäußerungen des Publikums und die Zeitlupe zeigt zu Recht. Es war kein Abseits. Kocian, doppelter Doppelpass mit Novak, macht das wunderschön. Und Walter mit der größten Chance für die Oberösterreicher vor der Pause. Dann wieder St. Pölten. Ramusch, Milewski, Schinkis. Hier wird Hens reklamiert vom Publikum. Aber die Zeitlupe dokumentiert, der Kopf war es. Das Duell Schiedsrichter Benedek gegen das St. Pöltener Publikum steht 1:1. Von Hannes Weber. Wunderschöner Pass hinüber zu Ramusch. Das müsste ein Tor werden. Aber der Ball ganz knapp am Tor vorbei. Es bleibt beim 0:0. Herrlicher Pass von Hannes Weber. Sicher eine der Entdeckungen in der Anfangsphase der neuen Meisterschaft. Pausenstand 0:0. Ein schnelles, ein rassiges Spiel, wenn auch nicht hochklassig. Milewski. Noch immer Milewski. Foul oder nicht faul. Schiedsrichter Benedek entscheidet in der 52. Minute auf Elfmeter für St. Pölten. Wir sehen es in der Zeitlupe, da stolpert Milewski über die eigenen Beine. Was soll's? Eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Leopold Rotter lässt sich die Chance nicht entgehen. In der 52. Minute das 1:0 für St. Pölten durch den Kapitän der Mannschaft. St. Pölten jetzt befreiter. Herrlicher Fersler von Schinkis. Milewski. Und Ramusch vollendet das 2:0 in der 61. Minute. Möglicherweise die Vorentscheidung. Dann 2 Minuten später Eckball. Rotter. Und der Ball passt genau. 3:0. Ein super Tor des Kapitäns. Und umso beachtlicher als das Rotter an sich ein Linker ist, diesen Treffer hat er aber mit rechts erzielt. Am praktischen Konter, Herbert Steyr, Madlena, Novak und Music. Der Ball passt genau, nur noch 3:1. Innerhalb von 3 Minuten 3 Treffer am Feldplatz. Flanke war von Krinner. In der Zeitlupe sehen wir, wie genau der Ball passt. Latte, Stange und dann im Netz. St. Pölten in der Schlussphase nur noch darauf bedacht, den Vorsprung zu halten.
Vorwärts Steyr mit einer großen Chance noch, aber es bleibt dabei. Die Niederösterreicher behalten die Oberhand, die Oberösterreicher kassieren eine Niederlage. Was sagt der Mann des Spiels? Ja, wir haben speziell die zweite Halbzeit sehr viel Druck gemacht. Die erste Halbzeit haben wir ein bisschen verschlafen, wir haben zu nervös gespielt. Haben zwar ganz gute Einzelaktionen gehabt, aber es hat nicht so richtig gepasst. Wir haben uns dann in der Halbzeit zusammengesprochen, haben gesagt, wir müssen mehr tun, wir müssen kämpfen. Und das haben wir auch die zweite Halbzeit dran gemacht. Wir haben die erste Hälfte zu schnelles Tempo gegangen, unsere Chancen nicht verwertet. Wir haben gewusst, dass es unmittelbar nach der Pause gefährlich wird. Allerdings hat die Mannschaft 12 Minuten nicht aufgepasst und dann sind wir 3:0 hinten gelegen. Ja, die Heimstärke von St. Pölten wurde also wieder bestätigt. Vorwärts Steyr, der erste Tabellenführer der Saison, ist hingegen abgesagt. Der zweite Tabellenführer, Sturm Graz,